Burrito Zucchini-Taschen. Mm. Du brauchst 2 Zucchini, die Enden entfernen und dann mit einem Sparschäler in feine Streifen schneiden. Ungefähr so. Und alles, was übrig geblieben ist, hacken wir klein. Jetzt mixen wir 200 Gramm Ricotta mit einem Ei, 40 Gramm Parmesan, frischem Basilikum und einer Knoblauchzehe. Jetzt nur noch mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt legst du deine Zucchini-Streifen ungefähr so aus und gibst hier vorne ein wenig der Ricotta-Füllung drauf. Und jetzt nur noch einwickeln. Die Zucchini-Blätter, die unten liegen, werden als erstes rübergelegt. Dann wechseln wir uns ab. Dann entsteht so eine kleine Zucchini-Tasche. In etwas Olivenöl anbraten. Gehackte Zucchini hinzufügen, mit 200 ml Tomatensauce ablöschen, den Rest der Ricotta-Masse draufgeben, jetzt eine Menge Käse drüber streuen und bei mittlerer Temperatur mit geschlossenem Deckel 20 Minuten lang köcheln lassen. Wow, schmeckt unglaublich gut. Diese Ricotta-Füllung ist der Wahnsinn.